Ich bin heute im Herzen Münchens in Schwabing. Genauer gesagt stehe ich vor dem Schwabinger Hofladen. Den haben vergangenes Jahr der Ben und der Finn gegründet. Und ich würde sagen, ich schaue jetzt mal rein. Servus. Servus. Hi Ben, hi Finn. Hi, grüß dich. Schönen Laden habt ihr hier in Schwabing, sehr schön. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Eine besondere Sache habe ich schon gehört, euer Weinkeller. Wollen wir da mal hinschauen? Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. So Jungs, jetzt müsst ihr aber mal erzählen, wie kommt ihr beide zu einem Hofladen in Schwabing? Naja, wir haben uns relativ spontan dazu entschieden, haben die Immobilie gefunden, hatten irgendwie immer schon im Kopf ein einzigartiges Ladenkonzept mit geilen Produkten und einzigartigen Produkten zu kombinieren. Das heißt, da steckt gar nicht so viel Planung dahinter, ihr habt das nicht jahrelang studiert? Nee, genau. Wir haben uns damals kennengelernt, als wir während dem Studium beide Promo gemacht haben, sind gute Freunde geworden, hat super funktioniert mit der Arbeit und dann haben wir gesagt, wir starten gemeinsam was Cooles, Neues, das es so noch nicht gibt. Ist es nicht verdammt schwierig, einfach in ein paar Monaten so einen Laden hier großzuziehen? Ja, was heißt schwierig? Wir hatten das, den Gedanken schon im Kopf, das zu machen. Dann hat man es visuell schon im Kopf und dann einfach machen. Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied und genau das Entscheidende, ist einfach mal anzufangen. Jetzt aber mal zu den Produkten. Was ist das Besondere an euren Produkten, die ihr hier verkauft? Also wir haben ein Vollsortiment, wir haben ein Bio-Grundsortiment und haben regionale Kleinerzeuge dazu, mit denen wir das Ganze verfeinern. So ein einzigartiges Sortiment, weil wir natürlich auch Kleinerzeuge haben, die in kleinen Chargen produzieren und die andere große Supermarktketten nicht im Sortiment haben. So unterscheidet ihr euch auch, oder? Von den anderen ganzen Bio-Läden, die es in München schon gibt? Absolut, ja. Also auf jeden Fall unterscheiden wir uns großteils durch unser Sortiment. Wir unterscheiden uns dadurch, dass wir sehr persönlich hier mit den Kunden umgehen und dass wir den kompletten Laden von Grund auf selber aufgebaut haben auch. Ihr seid mit eurer Idee, mit eurem Konzept zur Stadtsparkasse gegangen. Wie hat die euch dabei geholfen? Ja, die hat uns generell komplett in der Finanzierung, im Businessplan auch unterstützt, auch mal gesagt, okay, wie wollt ihr das machen? Auch da so ein bisschen Fragen gestellt. Haben uns sehr, also auch für Banken, sehr, sehr modern einfach beraten. Und ich glaube, wenn man in München was gründet, dann ist das das, wo man hingehen sollte. So, ihr habt schon ein paar Monate offen. Wie kommt der Laden an hier in München? Ja, bis jetzt kommt der richtig gut an. Also haben wir zumindest das Gefühl. Wir haben ganz viele Stammkunden, jung bis alt. Die Leute kommen richtig gern zu uns und die sagen auf jeden Fall, dass das eine Bereicherung ist für Schwabing. So, jetzt will ich aber auch mal sehen, wie euer Hofladen genau ausschaut und würde gerne mal einkaufen gehen. Ja, sehr gerne. Perfekt, dann. So, was brauche ich denn heute Abend so alles? Blaukraut schaut gut aus. Perfekt. So ein Aufstrich wäre auch gut. Ein paar leckere Nudeln. So, jetzt habe ich noch ein paar gute regionale Produkte gefunden. Ne? Die bringe ich noch nach Hause und dann geht's ab zum Nick in die Stadtsparkasse München. Ja, nicht gemütlich haben wir es hier uns gemacht, oder? Im Startup Center. Ja, voll, oder? Du, ich war gerade im Schwabinger Hofladen. Der hat doch auch mal einen Gründerpreis gewonnen, oder? Ganz genau, den Münchner Gründerpreis. Was ist denn genau der Münchner Gründerpreis? Was wird da verliehen? Da wird an sich ist es so, dass du mit deiner Idee dich bewerben kannst. Und das wird dann von der Jury dann vorgetragen. Und dann werden die Top 10 dann definiert. Ja? Und seit 2 Jahren haben wir es nämlich so, dass es auch ein Publikumspreis ist. Also nach dieser Auswahl von den Top 10 geht es in die Top 5. Und dann kannst du zum Beispiel auch abstimmen über alle möglichen Social-Media-Kanäle und kannst dann sagen, okay, die Gründeridee hat mich besonders berührt und die möchte ich gerne zum Preisträger kreieren. Aber es geht wirklich um die Idee. Was ist die beste Idee? Was ist der beste Gründergedanke? Ja, also es sind meistens aber auch verwirklichte Ideen, wie der Schwabinger Hofladen, die haben ja gegründet, haben sich dann für den Münchner Gründerpreis beworben und letztendlich haben sie dann den auch gewonnen, ja, weil wir halt auch letztes Jahr Schwerpunktthema auch Nachhaltigkeit hatten und Regionalität. Ja, es kommt richtig gut rüber, gell, dieser Hofladen. Man denkt schon ein bisschen, das ist ein Hofladen von früher direkt in Schwabing, also gefällt mir richtig gut. Ja, mir auch, vor allem dieses Industrielook mit Holz, ja, und auch ich bin total begeistert von dem Weinkeller, also die haben echt super tolle Weine.
Du, Hofladen diese Woche, was machen wir nächste Woche? Ja, du willst tierisch gut. Wir schauen dann zu Gentle Monkeys. Also, wir wollen gar nicht mehr verraten von Gentle Monkeys, aber wenn ihr, liebe Zuschauer, noch mehr über den Schwabinger Hofladen wissen wollt, dann hört euch doch einfach den Podcast Lena Startups an. Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, würde ich mich freuen. Bis dahin, bleibt's gesund. Servus.